Ja, dann ganz herzlich, Matthias, dass du heute dir die Zeit nimmst, einen Impuls aufgrund der Reflexion von deinen Erfahrungen und deinem Wissen und deiner Organisation uns geben zu können. Wir haben uns witzigerweise in der Online-Welt tatsächlich auch kennengelernt. Das war in einem Chat tatsächlich vom Münchner Kreis, wo es auch um digitale Kompetenzen ging, wo wir uns die Bälle im Zoom-Chat hin und her geworfen haben und dann tatsächlich gesagt haben, lass uns doch mal tatsächlich reden, sind in Zoom dann auch noch mal virtuell zusammengekommen und jetzt nach einem, weiß nicht, halbes Jahr her oder so, irgendwas in der Größenordnung, haben wir dich jetzt hier als Speaker. Was für eine Ehre. Und ja, ich bin total gespannt, was eben du aus diesem doch besonderen Kontext an Organisationen, die du vertrittst, wo ihr sozusagen was Gemeinsames draus macht, wie die Agentur Q, wie deine Erfahrungen sind, bin ich total gespannt drauf. Und danke, dass du bei uns bist heute, Matthias. The stage is yours. Ja, vielen Dank, Gerhard. Ich danke euch für die Einladung und hoffe ich hier so ein bisschen auch meine Gedanken und meine Erfahrungen teilen kann. Das freut mich sehr, dass auch das Interesse einfach da ist an dieser, wie du ja schon gesagt hast, ein bisschen speziellen Organisationsform. Und ich würde einfach gerade mal versuchen, meinen Bildschirm freizugeben. Und dann, so, ihr müsstet jetzt eigentlich eine Präsentation sehen. Genau, ich darf euch ja so ein bisschen was erzählen zu dem ganzen Thema betriebliche Weiterbildung gestalten, aber richtig, ja, also ein hoher Anspruch. Ich hoffe, ich kann dem gerecht werden. Und du hast schon gesagt, Agentur Q, und ich möchte einfach auch so ein bisschen, es war ja auch der Gedanke, einfach dieses Modell mal vorstellen. Ja, man sieht hier unten rechts ja schon eine gemeinsame Einrichtung von IG Metall und Südwestmetall. Da sage ich gleich noch was dazu. Und man sieht auch unseren ganzen wunderschönen verwaltungstechnischen Titel Agentur zur Förderung der beruflichen Weiterbildung in der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg e.V. Ja, also deshalb kurz Agentur Q, das geht irgendwie ein bisschen einfacher. Aber das zeigt eigentlich schon ganz schön, wofür wir eigentlich da sind. Und jetzt eben nochmal dazu, warum IG Metall und Südwestmetall. IG Metall ist, glaube ich, im Begriff. Die Gewerkschaft im Bereich Metall, Elektro und Südwestmetall wiederum ist der Arbeitgeberverband in Baden-Württemberg, also das Gegenpart sozusagen. Ja. Die sich normalerweise über Entgelt die Köpfe einschlagen und dann auch mal schöne Verträge schließen. Und 2001 war das schon, also vor 20 Jahren, ja, das muss man sich auch immer wieder in den Kopf rufen. 2001 haben die beiden Parteien einen Tarifvertrag zur Qualifizierung geschlossen in Baden-Württemberg. In diesem Tarifvertrag stecken so ein paar Sachen einfach drin, die ja die berufliche Weiterbildung auch in dieser Industrie einfach fördern sollen, voranbringen sollen. Ja, da steckt sowas drin wie ein regelmäßiges Qualifizierungsgespräch, also einmal im Jahr. Die Realität sieht schlicht so aus, dass es mit einem Mitarbeitergespräch kombiniert wird. Der Tarifvertrag sieht natürlich auch vor, dass Arbeitgeber und Betriebsrat jährlich, mindestens jährlich, sich beraten zu dem ganzen Thema Weiterbildung. Er sieht die Bildungsteilzeit vor, also nicht Bildungszeit, ne, das ist was anderes, aber Bildungsteilzeit, also was ich sagen kann von mir aus, ich habe jetzt meine Ausbildung fertig und stelle fest, ach, studieren wäre eigentlich doch noch ganz nice, aber ich würde das gerne auch nicht jetzt Vollzeit machen, sondern eben neben Job her, dann kann man da die Arbeitszeit entsprechend reduzieren, kriegt ein Stück was vom Entgelt ausgeglichen. Genau, und ganz andersrum, wenn ich doch sage, zum Beispiel, ich möchte das Vollzeit machen oder ich möchte auch einen Techniker in Vollzeit machen, dann sieht der Tarifvertrag auch die Möglichkeit vor, mit dem Arbeitgeber eine Vereinbarung zu schließen, zu sagen, okay, ich steige jetzt für 2, 3, 3,5 Jahre aus, mache meine Zusatzqualifizierung, und komme dann auf die gleiche oder eine gleichwertige Stelle zurück in den Betrieb. Also das sind mal so ganz grob, da stehen noch ein paar andere Kleinigkeiten drin, aber das sind mal so die Hauptpunkte, die in diesem also in dem Umfang einzigartigen Tarifvertrag geschlossen sind. Und unter anderem steckt da eben auch diese Agentur Q drin. Ja? Also das ist
eine Einrichtung wirklich, die auf diesem Tarifvertrag basiert und die verschiedene Aufgaben übernimmt. Ja, also man hat die Agentur Q auch 2017 neu aufgestellt. Ja, da hat man das wirklich gesagt, wir wollen das jetzt auch als Denkfabrik der Sozialpartner haben. Ja, auch als neutrale Instanz zwischen diesen zwei Parteien, die sich einfach Gedanken darüber macht, wie sieht denn die Weiterbildung der Zukunft aus? Und das sind so drei Hauptfelder dann wiederum, die ja, unseren Arbeitsalltag prägen. Also es ist einmal natürlich die Information von Betriebsräten, von Personalabteilungen, von Geschäftsführungen letztlich auch. Ja. Kleine, mittlere Unternehmen haben oft gar keine eigene Personalabteilung. Das ist die Beratung. Ja. Also wenn ein Unternehmen sagt, Leute, wir würden gerne, keine Ahnung, unsere Mitarbeiter für eine neue Anlage qualifizieren. Wie könnten wir das denn machen? Habt ihr da Ideen für uns? Dann sind wir quasi Ansprechpartner, die so eine Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Ja, also nicht, wir kommen, wir machen das Training für euch oder wir sagen euch, wie es geht, sondern wir haben Ideen dabei. Seht ihr ja recht, Konzeptentwicklung. Wir haben Ideen dabei, die ihr anwenden könnt. Wir entwickeln das aber mit euch weiter. Wir schauen, was für euch passt. Ja, und Konzeptentwicklung, das bezieht sich eben so ein bisschen auch, hängt zusammen mit der Denkfabrik, also zu schauen, was gibt es denn schon auf dem Markt, was gibt es eben vielleicht auch nicht und da dann aktiv zu werden und eben was aufzubauen. Da arbeiten wir ganz oft mit Projekten, das heißt, da steckt dann oft das Land Baden-Württemberg auch mit drin und gibt man einfach Finanzmittel, damit wir da uns die Zeit nehmen können, über Dinge nachzudenken, über die andere vielleicht auch mal nicht nachdenken. Ich möchte jetzt gar nicht auf alles eingehen, was da so entstanden ist, aber genau aus diesen Projekten, aus unserer Arbeit sind eben ganz verschiedene Handlungshilfen entstanden, ja, zu Konzepten zum Beispiel wie Arbeit- und Lernprojekten. Also wer mehr dazu wissen möchte, schreibt in den Chat, meldet euch nachher, wir können es gerne vertiefen, aber jetzt mal nur so als Grobüberblick, also Handlungshilfen, Arbeits- und Lernprojekte, also Lernen im Prozess der Arbeit, sagt man so schön. Lernbegleitung steckt drin, Industrie 4.0 Weiterbildungsmodule, eine Checkliste für Unternehmen, um mal zu schauen, hey, wo stehen wir eigentlich bei der Weiterbildung? Wie sieht es mit unserer Belegschaft aus? Wie ist die Altersstruktur? Wie ist die Qualifikationsstruktur? Also, um sich da einfach mal gezielt Gedanken zu machen. Wir haben jetzt in letzter Zeit auch immer mal wieder Veröffentlichungen gehabt, unter anderem jetzt eben zum Jubiläum 20 Jahre Tarifvertrag Qualifizierung, dieses Buch Weiterbilden, Weiterdenken, das gibt es online kostenlos, da stecken vielleicht auch ein paar interessante Ideen drin, ja, da waren auch die Gewerkschaften, also IG Metall und Südwestmetall als Arbeitgeberverband beteiligt, haben da Beiträge geschrieben und ja, zahlreiche Experten einfach auch. Wir hatten mal was zum Thema Weiterbildung im Homeoffice, eine ganz interessante Studie mit zusammen mit der Universität Konstanz. Und jetzt zuletzt erschienen ist die Studie Future Skills, welche Kompetenzen für den Standort Baden-Württemberg heute und in Zukunft erfolgskritisch sind. Vielleicht kennt der eine oder die andere diese Future Skills Studie auf Bundesebene und die knüpft daran an. Wir haben auch ein paar Tools. Ideenportal, da stecken einfach massig Konzepte, Gesprächsleitfäden, Workshop-Vorschläge drin, rund um betriebliche Weiterbildung. Wie mache ich es strategischer? Wie kümmere ich mich auch um solche Dinge wie Lernkultur? Ja, meines Erachtens ein ganz ziemlich vernachlässigter Faktor und auch wirklich dann der Kompetenzaufbau. Wir haben den BG Ready, ich glaube, jetzt demnächst auch in der zweiten Version, wo man sich einfach so ein bisschen anschauen kann, hey, was sind meine digitalen Grundkompetenzen? Wie stehe ich zur Digitalisierung? Wie klappt das mit meiner Führungskraft? Und wir haben den AI Kompass zur Erfassung von informellen Kompetenzen. So, das einfach mal nur als Überblick. Und heute soll es ja dann eben auch darum gehen, ausgehend von diesem ganzen Konglomerat an Informationen und Konzepten, die jetzt eben entstanden sind. Wie geht es denn jetzt weiter? Und ich habe mal versucht, so ein bisschen aus dem, was mir Tag ein, Tag aus begegnet, zusammenzustellen, wie denn auch die Perspektiven auf Betriebsebene sind. Ja, jetzt haben wir gerade gehört, okay, Sozialpartner, IG Metall, Südwestmetall,
Sind so ja, die Verhandlungspartner für Tarifverträge, aber das spiegelt sich ja auch in jedem Unternehmen, in den Betriebspartnern, also in Personalabteilung und Betriebsrat. Und naja, also was halt die Personalabteilung ganz oft beschäftigt, ist das Thema keine Zeit. Ja, wir müssen irgendwie gucken, dass der Laden am Laufen ist. Im Moment ist ganz oft, ja, wir müssen irgendwie Corona regeln, ne? 2G, 3G, weißt du Teufel was? Wer ist geimpft? Wie impfen wir? Also wir haben gar keine Zeit, uns groß über Weiterbildung und Personalentwicklung Gedanken zu machen. Der Betriebsrat meint ziemlich oft, naja, die haben eigentlich gar keine Ahnung, ja, die können das auch gar nicht machen, weil die wissen gar nicht, wo der Weg eigentlich hingeht. Das Witzige ist, dass die Personalabteilung das oft gar nicht so viel anders sehen. Ja? Die sagen auch, naja, uns fehlen irgendwie die Infos, welche Kompetenzen wir in Zukunft im Betrieb brauchen. Betriebsrat, natürlich, die Kollegen wollen sich weiterbilden, ja, keine Frage. Das ist auch wirklich was, was man immer wieder sieht, dass da schon Interesse da ist. Nicht immer, aber durchaus vorhanden. Und da finde ich, spiegelt sich das auch so ein bisschen bei den Personalabteilungen. Ja, die sagen schon auch, ja klar ist Lernen wichtig. Also das heißt, Personalabteilung, Betriebsrat sind sich da mal im Grunde irgendwie einig. Das ist ein Thema. Vielleicht fällt das auch jetzt auf Betriebsratsseite, das finde ich ganz spannend, ist es oft so, dass es eben die sind, ja, also die Personalabteilung, das Unternehmen, die anderen müssen da mal was machen. Und da clasht das jetzt natürlich auch so ein bisschen vor allem jetzt zunehmend mit dieser Forderung nach Selbstorganisation, nach eigener Aktivität, ja, wo die Personalabteilung dann oft sagen, Leute, ja, wir können natürlich ein Angebot machen, aber die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen sich schon auch selber kümmern und selber aktiv werden. Und da steigt dann der Betriebsrat eben oft wieder ein und sagt, naja, wir brauchen halt klare Regeln, klare Rechte, die Weiterbildung, das muss ganz klar strukturiert sein. So, das ist jetzt mal so die Ausgangsbasis, die mir begegnet bei den Betrieben hier in Baden-Württemberg. Und jetzt sind wir ja auch Denkfabrik, ja, das heißt, können uns auch so ein bisschen mit dieser Frage beschäftigen, wohin geht denn die Weiterbildung in Zukunft? Und ich habe jetzt mal versucht, fünf Thesen, ja, zum Lernen der Zukunft aufzustellen und möchte jetzt so nach und nach besprechen. Übrigens, wenn jemand irgendwie akut Fragen hat und kein Problem damit in der Aufzeichnung zu erscheinen, gerne auch einfach reingrätschen. Möchte jetzt hier nicht euch zu Tode monologisieren. Aber diese fünf Thesen also sind einmal Reskilling wird eine zentrale Herausforderung. Ich habe was mitgebracht zum Thema informelles Lernen, informelle Kompetenz. Dritte These, Selbststeuerung braucht Struktur. Vierte These, ein Betrieb, zwei Welten. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen geheimnisvoll, aber ist aus meiner Sicht ein sehr großer Punkt. Und fünfte These, Weiterbildung ist eine gesamtbetriebliche Aufgabe. Wenn wir uns das mal anschauen, ja, wir sprechen ja auch ja, ziemlich viel von dem Thema Upskilling. Das begegnet einem doch häufiger, finde ich. Aber wenn man sich mal so anschaut, vor welchen Herausforderungen eigentlich gerade die Metall- und Elektroindustrie jetzt steht, ja, kann ich jetzt nur aus meiner Weltsicht sozusagen berichten, ja, dann gibt es diese vier großen Ds, also die Dekarbonisierung, Digitalisierung, Demografie und Demokratisierung. Und daran kann man eigentlich schon erkennen, Dekarbonisierung, ja, das ist unfassbar großer Faktor. Ich habe deshalb auch dieses Schaubild rechts. Man kann es jetzt vielleicht nicht so gut lesen, aber das Automobilcluster in Baden-Württemberg, ja, also das ist dieses Gesamtkonglomerat aus den Automobilherstellern, aus ihren Zulieferern, aus den Werkstätten, aus Kfz-Handel. Das sind fast eine halbe Million Beschäftigte. Und jetzt kann man sich natürlich überlegen, was passiert, wenn die großen Automobilhersteller, Daimler, Porsche, Audi, hier ein Problem kriegen, weil sie keine Verbrenner mehr herstellen können. Ja, und das ist ja absehbar. Also Mercedes, hat, glaube ich, angekündigt, jetzt bis 2030 oder so aus dem Verbrenner auszusteigen. Also es ist absehbar. Und die Frage ist halt,
Bosch, riesiger Arbeitgeber, die fragen sich auch schon, was machen wir eigentlich mit unseren Maschinenbauern, die wir gar nicht mehr brauchen, weil wir bauen keine Dieselmotoren, keine Benzinmotoren mehr in dem Umfang wie bisher und wir müssen sie auch nicht mehr so optimieren, weil die Batterie kommt. Also da stehen viele Arbeitsplätze zumindest mal in Frage und deshalb glaube ich, dass hier Reskilling eben viel wichtiger ist als Upskilling, weil nur das Verbessern eines Maschinenbauingenieurs bringt mir jetzt nichts mehr, sondern ich muss die eigentlich umqualifizieren, vermutlich Richtung IT, ja. Vielleicht auch E-Mobilität. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie sieht denn eigentlich ein nachhaltiges Geschäftsmodell aus? Ja, weil selbst wenn wir jetzt, aber das ist nochmal eins weitergedacht, selbst wenn wir jetzt sagen, naja, wir qualifizieren alle unsere Maschinenbauer zu IT-Menschen, schwierig, zu Elektromobilität, Ingenieuren, zu Systemingenieuren. Was machen wir denn, wenn die Leute auf einmal sagen, eigenes Auto, brauche ich eigentlich gar nicht. Ja, also ich hab ein Auto, frage mich aber immer öfter, warum eigentlich, weil das die meiste Zeit hier am Straßenrand steht in Stuttgart und ich mich eigentlich nur mit der Bahn fortbewege. Also was passiert denn, wenn wir umsteigen auf breites Carsharing? Ja? Dann hat das natürlich noch mal mehr Auswirkungen. Und um das noch zu ergänzen, das sind ja nicht nur die Ingenieure, sondern auch alle Leute, die eben ein Auto bauen, die ein Auto warten. Ja, also da ist Hochvolttechnologie ein großes Thema. Die Leute müssen da ja geschult werden entsprechend. So, und deshalb... Jetzt möchte ich den Ersten machen, der dich unterbricht, wenn das okay ist. Gerade das Thema Geschäftsmodelle finde ich super interessant, weil es auch so wenig bewusst ist. Und aber dass die Voraussetzung ist für neues Denken, neues Handeln, neue Vision, auch was man selber vielleicht werden kann. Habt ihr da gute Erfahrungen mitgemacht, dass tatsächlich Organisationen in Geschäftsmodellen denken können und wissen, was sie da tun? Oder ist das eher das weiter so oder das jetzt wissen wir nicht mehr, was wir tun sollen? Einfach weil mir das Thema so unter den Nägeln brennt und ich so wichtig finde. Ja. Naja, also die Realität ist tatsächlich schon, und das ist natürlich ein Stück weit auch erschreckend, ja, dass eben, also tatsächlich so, wie ich es gerade auf der Folie vorher hatte, die Leute sagen, wir wissen gar nicht, wo es hingeht, also was für Kompetenzen brauchen wir eigentlich, und das müsste sich ja konsequenterweise, deshalb auch HR als strategischer Partner, aus der Strategie ableiten, die sich wiederum mit Geschäftsmodellen beschäftigt, aber das findet meiner Erfahrungswelt nach viel zu wenig statt, gerade bei den kleineren Unternehmen. Da wird erst dann drüber nachgedacht, wenn ich wirklich sehe, shit, hier rutschen wir echt in ein Riesenproblem rein. Also klassisches Beispiel, hier gibt es einen Hersteller, die machen nur Kolben. Ja, die haben inzwischen gemerkt, wenn wir in 10 Jahren noch existieren wollen, müssen wir uns ernsthaft darüber Gedanken machen, was ist unser Geschäftsmodell eigentlich in Zukunft. Aber solange es irgendwie noch läuft, naja, dann macht man halt mal so. Das ist die Erfahrung, die ich hier mache. Also dann, wenn wirklich absehbar, oder ganz interessant, es gibt hier einen Betrieb, die kümmern sich um den Rückbau von Kernkraftwerken. Jetzt gehen nach und nach die letzten, oder die haben bisher die Wartung übernommen sozusagen, jetzt machen sie den Rückbau. Das wird auch noch einige Zeit dauern, aber irgendwann sind die raus. Und was dann? Ja, also das sind Rotorblätter fixen. Jetzt ist Matthias irgendwie rausgeflogen. Kann das sein? Matthias? Ich bewege mich mal. Er teilt ja noch seinen Bildschirm. Ah, da ist er wieder. Wunderbar. Bist eben rausgeflogen oder warst zumindest eingefroren für uns. Die genau, Digitalisierung macht es möglich, ja, dass man auch mal einfriert. Ich habe auch gemerkt, genau. Leider Gottes, ja. Ich weiß nicht, was ihr noch gehört habt. Also mein Vorschlag war, Rotorblätter zu recyceln als nächstes Thema, wenn man schon keine Atomkraftwerke mehr hat. Ja, genau. Das ist eine gute Idee. Da kann man mal die erneuerbaren Energien irgendwie ein bisschen befördern. Genau, also so. Das ist mal, also ein in der Tat wichtiges, aber vernachlässigtes Thema, wie Weiterbildung insgesamt auch ein Stück weit.
So. Und da eben dieser Ansatz, dass auch HR strategischer denken muss, ja, den finde ich enorm wichtig. Also das, man spricht immer so schön vom Business Partner, aber ich glaube auch tatsächlich in der Weiterbildung gerade braucht es diesen Ansatz, in die Zukunft zu denken und daraus dann Weiterbildungsbedarfe und Weiterbildungsangebote abzuleiten. Und ich hatte diese Future Skills Studie erwähnt. Was wir jetzt hier sehen, ist das Ergebnis. Ja, das sind 33 Zukunftskompetenzen, die man da definiert hat, aus Stellenanzeigen raus. Und also was ganz interessant ist, dass man sehr stark sieht, so diese Richtung Vernetzung und ja, Connectedness einfach und Sensoren, das steckt so in diesen technologischen Fähigkeiten, die Industriefähigkeiten interessanterweise beschäftigt, also sind sehr stark orientiert Richtung neue Mobilität und aber auch so medizintechnische Aspekte stecken damit drin. Schlüsselqualifikationen, klar, das finde ich übrigens auch nochmal bedenkenswert. Wir sprechen nicht nur über Programmierkenntnisse, sondern wir sprechen auch über Digital und Data Literacy, also der Umgang mit den ganzen Daten, die es im Internet gibt. Und klar, jetzt rechts, da hatten wir auch viele Diskussionen drüber. Irgendwie steckt da jetzt nicht so die Neuerfindung der Welt drin, aber die Studienautoren sagen immer so schön, die Renaissance dieser überfachlichen Fähigkeiten. Denke ich mal, auch als Gegengewicht, ja, zu den ganzen technologischen Entwicklungen. So, und ich glaube einfach, solche Orientierungsrahmen braucht es, damit auch Betriebe sich daran orientieren können. Genau. Zweite These, informelles Lernen, informelle Kompetenzen. Da möchte ich einfach, oder da ist mein Ansatz auch immer dafür zu sensibilisieren, dass Lernen ja unglaublich vielfältig ist. Ja? Also wir können diesen Rahmen aufmachen von informell, also ich lerne irgendwie nebenbei, bis zu formal. Ich lerne an einer Hochschule und kriege dafür was weiß ich, wie sagt man denn, einen Abschluss, also einen Bachelor, einen Master. Und ich kann unterscheiden in dem Grad der Selbststeuerung. Also entscheide ich ganz frei, was ich lernen möchte, oder gibt es ein ganz klares Curriculum? Ja, und daraus, ich möchte jetzt nicht alle aufzählen, ergeben sich eben sicher auch nicht abschließend unglaublich viele Möglichkeiten zu lernen. Und es gibt da eben diese klassische Weiterbildung, ja, das, was wir als Weiterbildung verstehen, eher fremdgesteuert, eher formal, nonformell. Und es gibt eben diese informelle, dieses Lernen nebenher, ja, also indem ich einfach mal was google, indem ich mit meinen Kollegen spreche, indem ich vielleicht auch eine herausfordernde Aufgabe übernehme. Und ich finde das ganz interessant. Ich bin mal über eine uralte Publikation gestoßen, also uralt, vor 20 Jahren, so alt wie der Tarifvertrag, nicht mal, wo Menschen im Bereich Produktion, ja, also gerade wir sehen es hier Metallverarbeitung und Instandhaltung, gefragt wurden, hey Leute, woher habt ihr eigentlich eure Handlungskompetenz? Und auch da ist ja schon interessant, dass rund die Hälfte sagt, das habe ich aus dem Lernen im Prozess der Arbeit, aus dem Lernen nebenher, ja. Und ich habe dann spaßeshalber mal auf LinkedIn die gleiche Frage gestellt sozusagen und habe davon natürlich überwiegend Akademiker, natürlich auch überwiegend entsprechend meinem Netzwerk aus dem Bereich Personalentwicklung, aber die Antwort gekriegt, dass hier also weit über die Hälfte, mehr als 3/4 eigentlich sagen, naja, meine Handlungskompetenz kommt eigentlich am ehesten vom Lernen nebenher. Und naja, wenn man sich das mal anschaut, und ich denke, die 70-20-10-Regel ist uns auch nicht für jeden ganz neu. Ja, so 70% dessen, was wir so lernen, lernen wir durchs Tun. 20% durch den Austausch mit anderen und nur 10% durch Seminare. Ja, das ist jetzt nicht wissenschaftlich fundiert, aber nehmen wir es mal so hin und schauen uns mal an, wie das Budget für Personalentwicklung eigentlich klassischerweise verteilt ist, nämlich genau andersrum. Aber es passt eigentlich überhaupt nicht dazu, wie das jetzt mal als Gesetz nehmend, wie wir Menschen lernen, de facto lernen. Und da kommen wir zu einem großen Problem, weil eigentlich müssten wir dann sagen, gut, dann fördern wir informelles Lernen viel, viel mehr. Ja? Wir gehen da rein.
Und dann kommen wir an diesen Punkt, dass man natürlich sagen, gut, macht das eigenverantwortlich, macht das in kleinen Einheiten, macht das nebenbei, sucht euch eure Quellen, tauscht euch mit anderen aus. Und das ist ja, ich denke, das kennt jeder von uns. Ja, da kann man unglaublich viel lernen. Und dann kommt es vielleicht an die Stelle, dass man sich mal umorientieren will, dass man sich irgendwo bewirbt. Und dann kommt diese Frage, ja, haben wir dafür denn ein Zertifikat? So. Ja, vielen Dank. Ne? Also jetzt an dem Punkt komme ich an das Problem, weil ich das natürlich nicht nachweisen kann. Und da haben wir in Deutschland schon noch eine sehr starke ja, Zertifikatskultur. Also da muss ich, glaube ich, ganz viel ändern. Da muss diese informelle Kompetenz einen viel höheren Stellenwert kriegen. Da kann man natürlich auch drüber nachdenken, was kann man da vielleicht noch anbieten. Ja, es gibt ja diese digitalen Badges, Open Badges, wo man sagt, das ist ein digitales Zertifikat. Spannend finde ich auch so Ansätze wie bei LinkedIn, ja, also dass ich sage, eigentlich geben mir andere, die mit mir vielleicht gelernt haben, den Nachweis, ja Mensch, der kann das, ja, also so ein, ich habe das hier unten L2L, also Learner-to-Learner-Zertifikat, ne? Also wie können wir uns gegenseitig nachweisen, dass wir da Kenntnisse erworben haben. Und klar ist auch, also das sind wir, glaube ich, noch ein ganzes Stück weit davon weg. Also was es ja schon gibt, ist, dass ich als Externer an der IHK zum Beispiel eine Prüfung ablegen kann. Vielleicht gibt es sowas in Zukunft auch mal im Hochschulbereich, ja, oder über andere Institutionen. Grundsätzlich kann man natürlich fragen, brauchen wir nicht ein ganz anderes Mindset, ja, also wo diese Prüfung, diese Nachweis eigentlich gar keine Rolle mehr spielt, aber da sind wir noch weit von weg. Dritte These, Selbststeuerung braucht Struktur. Ja? Ich habe hier geschrieben, neues Lernen ist nicht planlos. Ich habe das mal vor einiger Zeit während meiner Masterarbeit so im Bereich Agilität damals gelernt, ja, weil das auch immer so ein Schwurbelwort ist und ja, da machen alle, was sie wollen. Nein, das ist genauso wie beim Lernen. Also auch Lernen braucht natürlich eine gewisse Struktur und ich habe mir mal angeguckt, was denn neues Lernen, ja, was wir unter neuem Lernen so verstehen. Also zum Beispiel Working Out Loud, zum Beispiel LernOS, zum Beispiel Barcamps, zum Beispiel auch Bestandteile aus dem agilen Arbeiten, ja, also so Scrum mit Dailies und Retros, das sind ja auch Lernelemente. Die haben bestimmte Gemeinsamkeiten aus meiner Sicht, nämlich dass sie in der Regel immer in der Gruppe stattfinden, dass sie eine Regelmäßigkeit haben, ja, also ich mache das jeden Tag, ich mache das am Ende jedes Sprints, ich mache das einmal in der Woche über 12 Wochen und sie haben eben ein Zeitfenster, ja, wo, keine Ahnung, eine Stunde, halbe Stunde, so, das setzt mir mal den Rahmen. Und in diesem Rahmen bewege ich mich dann wiederum flexibel. Ja, also gerade Working Out Loud, schönes Beispiel. Ich wähle mein Thema. Ich wähle aus, worauf ich mich fokussiere, mit wem ich mich austausche, und so weiter. Also ich habe da Freiheiten. Ja. Und gleichzeitig muss ich dann natürlich auch wiederum Eigenverantwortung dafür übernehmen. Ja. Also ich muss selber entscheiden, in welche Richtung begebe ich mich, welche Informationen möchte ich vertiefen, wo möchte ich mich nicht hinbewegen. So, aber es ist eben nicht so, dass da gar keine Struktur da ist. Gibt es sicherlich auch, aber mal per se, die neuen Lernformen bieten eigentlich immer so einen Rahmen, einen festen Rahmen für Flexibilität. Die vierte These. Ein Betrieb, zwei Welten. Also das ist etwas, was ich sehr, sehr stark erlebe in der Metall- und Elektroindustrie. Wir haben so diesen ganzen Bereich in der Produktion, ja, die Schaffer sozusagen, die wirklich noch anpacken. Also wenn man mal durch diese Metall-Elektrobetriebe läuft, ja, das ist schon faszinierend, was da, also welche Dimensionen diese Fertigungen haben, wie unterschiedlich die auch sind, ja, von hochmodern bis sieht irgendwie aus wie, weiß ich nicht, aus den 70ern, so richtig Metall pur, der Geruch hängt in der Luft. Das ist die eine Welt und die andere Welt ist eben das Büro, ja, wo die Leute an ihrem Schreibtisch sitzen und das hat gerade bei der Weiterbildung und gerade bei diesen neuen dann einen enormen Einfluss. Warum? Wir Und das stelle ich jetzt mal alle, haben einen gewissen Freiraum in unserer Arbeit. Ja? Also wir können uns, keine Ahnung, um 10 Uhr denken, Mensch,
jetzt sollte ich mich mal beschäftigen mit Thema XY und dann machen wir unseren Browser auf und beschäftigen uns damit. Jemand, der in der Produktion ist, kann das nicht tun. Der ist normalerweise im Schichtbetrieb eingebunden, der hat einen festen Arbeitsrhythmus, der kommt um 8 oder was auch immer, schafft dann seine 8 Stunden mit der Pause noch drin und ist danach vielleicht auch einfach fertig, ja, weil der sich körperlich anstrengen muss. Also da ist schon die Flexibilität viel geringer, was die Weiterbildung betrifft. Und ich fand das eine sehr interessante Erkenntnis, als ich im Beruf gestartet bin, diese untere Welt, also die jetzt hier auf der Folie unten ist, also die Produktionswelt spielt eigentlich gar keine Rolle in dieser ganzen Weiterbildungsdiskussion. Wir sind enorm fokussiert auf diese akademische Bürolandschaft. Und da müssen wir, glaube ich, aufpassen, dass wir nicht in so einen Skills-Gap reinkommen, wo die eine Gruppe von der anderen abgehängt wird. Und das auch vor dem Hintergrund, wenn man sich mal Studien anschaut, ist natürlich ein signifikanter Unterschied. Da fehlt jetzt irgendwas. Also das kommt auch nicht mehr. Also gut. Es ist ein signifikanter Unterschied, ob jemand ohne Ausbildung ist oder eben einen akademischen Abschluss hat. Ja, also die dunkelblauen Balken sind die Teilnahme an Weiterbildung insgesamt. Da zeigt sich schon ein deutlicher Unterschied von ohne Ausbildung machen das 44%, Akademiker machen das zu 71%. Noch krasser ist es eigentlich, das sind diese hellblauen Balken in der betrieblichen Weiterbildung. Ja, da sind 17% ohne Abschluss, die an betrieblicher Weiterbildung teilnehmen. Interessanterweise bei Meistern und Fachschulabgängern sind es 59, bei Akademikern 52%. Also auch hier schon der Unterschied ziemlich groß. Und jetzt kann man natürlich noch die Frage stellen, warum sind es eigentlich auch bei Akademikern nur 52%? Ja? Oder, was ist mit den anderen 40% bei den Meistern? Warum nehmen die nicht an der Weiterbildung teil? Wir können jetzt uns auch noch darin vertiefen, wie das gemessen wird und so weiter, aber nichtsdestotrotz, also ich glaube, diese Diskrepanz zwischen Ausbildungsniveaus ist enorm. Und gleichzeitig muss man sagen, wenn wir über Automatisierung diskutieren, denken wir immer sehr stark an Roboter, ja, also die irgendwelche Fertigungsmitarbeiter ersetzen und die dann irgendwie weitergebildet oder eben re-geskillt werden müssen. Und was, glaube ich, ganz oft nicht so im Blick ist, ist das Thema künstliche Intelligenz. Ja? Also auch das Büro ist heute ganz und gar nicht mehr sicher vor Automatisierung, vor Ersetzbarkeit, was auch immer. Versicherungen zum Beispiel, ne? Klassiker, Risikoeinschätzung oder Schadensbeurteilung geht heute alles schon mit automatisierten Prozessen. Ja, da braucht niemand mehr sitzen, der das macht. Das macht ein System. Und nur wenn das System sich denkt, schwieriger Fall, kommt ein Mensch ins Spiel. Und da gibt es Beispiele ohne Ende. Was ich total interessant finde, ja, da kann man jetzt natürlich auch immer drüber streiten, aber ich finde es gibt vom IAB, vom Forschungsinstitut der Bundesagentur, den Job Futuromat. Da kann man mal eingeben, seinen eigenen Job und das zeigt einem dann so ein bisschen tätigkeitsbasiert, wie viel Prozent der eigenen Arbeit denn potenziell heute schon automatisiert werden kann. Ja? Also heißt immer nicht, dass es auch automatisiert wird, weil da ja auch noch andere Erwägungen eine Rolle spielen. Aber ich finde es einfach ganz interessant, um sich da mal ein bisschen Gedanken drüber zu machen. So, also ein Betrieb, zwei Welten. Wir müssen diese zwei Welten beide mit bedenken. Ich würde da ganz kurz eine Frage einwerfen, Matthias. Und zwar, ich glaube, das zweite oder dritte Thema war ja so informelles Lernen und formelles Lernen. Meine Erfahrung ist so ein bisschen, dass die produktiven Mitarbeiter eben vielleicht viel mehr informell lernen als formell. Sind dir da irgendwie Zahlen bekannt oder gibt es da Studien dazu, die dieses informelle Lernen, insbesondere in der anderen Welt, also in der nicht-akademischen Welt, aufgreifen, wie viel die lernen, informell? Ich kann dir jetzt nicht aus dem FF eine bestimmte Studie nennen, aber ich weiß, dass mir tatsächlich schon Studien begegnet sind, die genau das bestätigen, was du gerade sagst, also was
Andersrum, also auch wenn man sich jetzt bei dem AES-Trend-Report zum Beispiel anschaut, also hier habe ich jetzt ja aufgegliedert Weiterbildung und betriebliche Weiterbildung, da gibt es eben auch noch da gibt es zwei andere Kategorien noch, ich glaube persönliche Weiterbildung und weiß ich gerade nicht. Und auch da sieht man, dass eben die Unangelernten zum Beispiel oder die Menschen mit einer Lehre deutlich stärker nochmal beteiligt sind. Also es ist in der Tat so, dass man sieht, dass insbesondere die Teilnahme an einer formalen Weiterbildung sehr viel geringer ist, die Unterschiede aber in anderen Weiterbildungsformen gar nicht mehr so groß sind. Und das ist ja genau das, was du auch gerade sagst. Das ist ja nur anders ausgedrückt. Also die bilden sich in der Tat einfach weniger formal weiter, aber dafür mehr informell. Und gleichzeitig, wie gesagt, ist dann natürlich auch immer die Frage, nehme ich es denn überhaupt als Lernen wahr? Ja, also auch diese Befragung, habe ich denn an der Weiterbildung teilgenommen, basiert ja auf einer Selbstauskunft. Und wenn ich mir jetzt natürlich denke, naja, googeln oder YouTube-Videos gucken ist ja kein Lernen, ja, aber also das ist immer so dieses klassische Beispiel. Ich will meinen Kindern ein Baumhaus bauen oder so, habe aber keinen Schimmer jetzt, wie ich das angehen könnte. Ja, gucke ich halt mal auf Video, auf YouTube, wie baue ich ein Baumhaus. Ja, dann lerne ich ja auch was, aber klassifiziere das für mich vielleicht gar nicht so. Ja? Ja. Genau, so. Das war also 1, 2, 3, 4. Es folgt noch die fünfte These, und zwar Lernen wird zu einer gesamtbetrieblichen Aufgabe. Ich weiß nicht, manche kennen vielleicht dieses Modell von Lutz von Rosenstiel, ne? Also das Verhalten, ich habe mal gesagt, auch Weiterbildungsverhalten eigentlich von vier Faktoren abhängt, nämlich kann ich, will ich, darf ich und wird es mir meinem Umfeld in meiner Situation ermöglicht, ja. Und da sieht man ja eigentlich schon, also es gibt Faktoren, die hängen von mir als Person ab. Also habe ich die Lernkompetenz, also weiß ich, wie ich an Lernen rangehen muss, weiß ich, wie ich mich da organisieren kann und bin ich auch motiviert zu lernen. Und es gibt aber auch Faktoren, die liegen bei der Organisation. Ja? Also wie ist zum Beispiel die Einstellung von meiner Führungskraft? Sagt die Weiterbildung, du hast ja wohl einen Vogel, das brauchen wir nicht, du bist da zum Schaffen, nicht zum, was weiß ich, hier Däumchen drehen. Und Thema situative Ermöglichung. Ja, also gerade wenn wir jetzt immer über Lernnuggets sprechen, habe ich denn überhaupt die Möglichkeit, mal eben mich von meinem Arbeitsplatz wegzubewegen, um mir ein Lernnugget zu gönnen? Ja, oder auch, muss ja nicht mal in der Produktion sein, wir kennen es ja, glaube ich, selber. Manchmal ist einfach der Zeitdruck so hoch. Zeit ist übrigens der Faktor, der sowohl von Unternehmen als auch von Beschäftigten genannt wird, wenn es darum geht, warum es nicht mehr Weiterbildung gibt. Zeit, Zeit, Zeit. Ja, wenn ich keine Zeit habe, dann ist mir in der Situation nicht möglich, ja, mich weiterzubilden. Scheinbar. Ich will da Und nochmal ganz insofern. kurz Ja. reingrätschen bei Zeit. Wenn man das gemeinsam tun kann, ich weiß, Produktion geht nicht immer, aber wenn man die Chance dazu hat, dann erzeugt das viel psychologische Sicherheit, weil man nicht jemand um Erlaubnis fragen darf, sondern weil alle parallel das tun und damit es implizit selbstverständlich in Ordnung und gewünscht ist, dass man sich weiterbildet. Das ist zumindest meine Erfahrung, weil sonst wird das doch immer wieder gerne wegpriorisiert. Weil Kunde, weil Auftrag, weil irgendwas. Und aber wenn es alle tun und es sozusagen tatsächlich gemeinsam Usus ist, meinetwegen den Freitagnachmittag nochmal 2 Stunden zu investieren in Reflexion, was man gerade tut und Weiterbildung, dann ist das ein Riesenasset, wenn man das organisatorisch durchsetzen kann. Also nur so meine persönliche Erfahrung damit. Also ich glaube, dass. Bitte. Mehrere Leute? Nein. Claudia. Hallo Ja, Claudia. ich hab die Erfahrung gemacht, dass Zeit ist und das lässt sich so wunderschön so vorschieben. Ja, keiner hat Zeit und so. Aber das Ding ist doch eigentlich, dass die Leute gar nicht in der Lage sind, zu formulieren, was am Ende bei rumkommt. Und deswegen wird es so schwierig, dafür überhaupt Zeit zu finden. Das heißt, so wie du sagst, Gerd, wenn am Freitagnachmittag alle wissen, wenn wir da jetzt 2 Stunden Zeit dafür haben und wir können unseren Vorgesetzten das und das und das als Benefit hinten, als Output formulieren, dann ist es viel, viel schneller, dass sie sagen, ja, okay, kannst du machen. Also wir haben immer die Diskussion, dass gesagt wird, ich kann dich schon, also natürlich kann ich dich auf die Weiterbildung schicken, aber was ist denn danach besser oder schneller oder effizienter? Und das zu formulieren,
blockiert alles aus, weil man gerade bei dieser Komplexität eben nicht sagen kann, naja, ab Montag früh um 9 bin ich einfach schneller, sondern das ist ein Zeitding oder eine Dauer. Und ich finde, Zeit ist immer ein bisschen schwierig. Das sagen immer alle gern, weil jeder nickt, weil es allen irgendwie geht. Aber ich glaube nicht, dass das die Ursache ist, sondern den Kundenauftrag kann ich numerisch abbilden. Da kann ich sagen, mir gehen 10.000 Euro verloren oder nicht. Aber bei der Weiterbildung ist immer so, naja, vielleicht ist er danach schlauer. Thomas meldet sich, aber darf ich da ganz kurz noch was zu sagen, Thomas? Oder? Ja, ja. Willst du? Entschuldigung, ich habe mich nicht gemeldet. Nein, völlig in Ordnung. Also was ich total spannend finde in unserer Gesellschaft grundsätzlich, ist der Umgang zwischen kurzfristigen Benefits und Benefits, die weiter in der Zukunft potenziell liegen. Und dieser Unterschied zwischen kurzfristig und langfristig, das zieht sich durch meine Erfahrung bei Softwarearchitektur, das zieht sich durch, wie gehen wir mit dem Klimawandel um, wie geht man mit Überfischung um, wie gehen wir mit all diesen Themen um, die halt nicht sofort spürbar sind, aber die doch kommen werden. Und das ist eine ganz große Herausforderung, diese Zukunftskompetenz, dieses Optionen gemeinsam erzeugen, dass Optionen einen Wert haben, ja, dass man das sich bewusster macht. Und das ist, glaube ich, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, dass wir uns dem stellen müssen, dass wir dieses langfristige Denken auch berücksichtigen bei den kurzfristigen Prioritätsentscheidungen. Ja. Thomas. Ich ziehe meine Frage in den Frageanhang an den Schluss und gebe das Wort zurück an Matthias. Genau, ich möchte auch noch kurz was zu dem Thema sagen, was du angesprochen hast, Claudia, ne? Weil in der Tat ist es natürlich so, Zeit, wir haben ja alle nur ein begrenztes Budget an Zeit, so, ne? Also 24 Stunden hat der Tag mehr nicht und das ist am Ende, läuft das auf eine Frage auch der Priorisierung raus, ja. Es gibt ich erzähle das einfach so gern, weil ich das so eindrücklich finde. Ja. Es gibt von Harald Schirmer, der ist ja bei Continental irgendwie so selbst ernannter, selbst gewonnener Lernguru. Und der hat, das findet man auf seinem Blog auch, hat mal eine Keynote wohl gehalten zu dem ganzen Thema Lernen und hat da die Frage gestellt, okay Leute, ist euch Lernen wichtig? Ja? Verhältnis ja zu nein, also fast jeder sagt ja. So. Nächste Frage, wer von euch hat Lernzeit in seinem Kalender geblockt? Und da dreht sich das Verhältnis um, so schnell kann man gar nicht gucken. Ja. Und dann kommt noch eine Frage, okay, und wer verteidigt diese Lernzeit auch? Und da ist dann das Verhältnis eben ein ähnliches. Ja. Die meisten sagen, nee, mache ich nicht. Also selbst wenn man den Schritt ginge und sagt, okay, ich schreibe mir jetzt rein, jeden Freitagnachmittag 2 Stunden und dann kommt mein Chef und sagt, nee, hier Kundenauftrag, was auch immer, Priorität. Und dann sind wir aber auch wieder in diesem Modell hier, ja, in der Organisation, weil woran werden auch die Leute gemessen? Das ist nicht daran, wie viel sie gelernt haben oder wie viel Zeit sie sich für ihre eigene Entwicklung genommen haben, sondern daran, wie viel Umsatz generiert wurde, wie viele Teile gefertigt wurden, wie viel, was auch immer, ne? Also die Messfaktoren sind ja auch schon andere. Und da stimme ich dir wiederum zu, auch Gerhard, wenn das auf Organisationsebene sozusagen verankert wird und es klar ist, es findet diese Weiterbildungszeit statt, wann auch immer, dann habe ich darin wirklich ein ganz großes Asset. Das ist hundertprozentige Zustimmung. Ja, deshalb glaube ich auch, kann man es eben nicht auf die Person reduzieren, sondern es muss immer auch auf der Organisationsseite was da sein. Und das ist eigentlich die perfekte Überleitung, weil meine Theorie auch ist, dass es zuerst eine Struktur braucht und darüber dann auch eine Lernkultur entstehen kann. Ja, also ich kann jetzt nicht von heute auf morgen sagen, ja cool, Lernen ist jetzt bei uns super wichtig und deshalb machen wir das jetzt alles, sondern es braucht eben genau solche Ansätze zu sagen, keine Ahnung, unsere Mitarbeiter haben ab jetzt einen Tag Lernzeit pro Quartal oder pro Woche oder was auch immer und wir schaffen die Erfahrungsräume, die Lernräume, den Raum für Austausch auch, ja, das sind ja alles so Dinge, dass man auch solche Modelle anbietet, ja, da gibt es vielleicht so eine Art Supervision, wie auch immer, also dass man diese Strukturen schafft, über die sich dann auch eine Lernkultur eigentlich entwickeln kann. Aus unserer Erfahrung, das finde ich immer sehr beeindruckend, wenn man in verschiedene Betriebe reingeht, wie unterschiedlich das einfach ist und wie sehr man dann doch feststellt, wann funktioniert Weiterbildung. Und da haben wir auch in unseren
Projekten eine gute Erfahrung mitgemacht, ist, wenn diese drei Parteien, die jetzt hier abgebildet sind, an einem Tisch sitzen. Ja, also die Personalabteilung dabei ist, der Betriebsrat dabei ist und auch die Fachexperten dabei sind. Und Fachexperten kann jetzt hier heißen, muss jemand aus dem Engineering, das kann aber auch heißen, es ist wirklich der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, die an der Fertigungsstraße steht. Weil wer weiß denn am besten, wie das eigene Arbeitsumfeld aussieht? Das ist nicht der Betriebsrat, das ist schon gar nicht die Personalabteilung. Und am wenigsten sind es jetzt von mir aus wir, die ganz von außen kommen, sondern es sind die Leute selber. Also insofern, das kann ich nur empfehlen. Das entspricht ja eigentlich auch solchen Gedanken aus dem Agilen, aus Design Thinking. Also Matthias, das sind aber nicht die, die an den Workshops teilnehmen, sondern es sind Leute, die über das Curriculum quasi entscheiden, oder? Meinst du an den Workshops teilnehmen? Naja, also wenn du sagst Fachexperten, dann ist das nicht der gleiche Mensch, der nachher auch im Training sitzt, sondern die diskutieren gemeinsam quasi nur die Maßnahmen, aber es geht darum, einen Ansatz zu. Es ist nicht user-centered in dem Sinn. Es ist nicht der teilnimmt, ist auch in der Planung dabei. Unterschiedlich. In unserer Erfahrung. Also teilweise war es so, dass die Leute eingebunden waren, aber nachher nicht mit drin saßen. Und teilweise waren es aber auch Leute wirklich, die nachher von mir aus, also im Bereich Lernbegleitung, Arbeits- und Lernprojekte, tatsächlich eigene Projekte bearbeitet haben oder betreut haben. Ja, also das ist so ein bisschen genau, das ist nicht zwangsläufig user-centric, aber also wenn du mich fragst, wenn man jetzt wieder einen Prozess aufsetzen würde, ein Projekt, dann müsste es genauso sein, dass die Leute, die nachher das Training oder zumindest, sage ich mal, aus der Gruppe kommen, ja, die potenziell dieses Training durchläuft. Und das war schon auch immer der Ansatz. Ja. Und wo sind in dieser Runde die Visionären? Also die sagen, wir machen mal jetzt nicht nur ein bisschen bessere Ingenieurskunst, sondern wir machen 10 Schritte weiter. Wo sind die in diesen dreien? Das ist eine gute Frage. Die sind nicht da. Aber also im Idealfall, sage ich mal, im Idealfall sind sich diese drei Parteien dessen bewusst. Also der Punkt ist Fachexperte, ja, das ist so ein dehnbarer Begriff. Also wir hatten jetzt neulich bei einem Unternehmen, die eben ihre Weiterbildung auch strategischer ausrichten. Wo wir dann auch sagen, okay, Leute, aber bildet bitte eine Arbeitsgruppe, wo Personalabteilung, Betriebsrat und eure Fachexperten drin sind, und zwar auch die, die eine Ahnung haben, was denn da kommt in 2 Jahren, in 5 Jahren, ja. Also insofern würde ich die jetzt am ehesten unter den Fachexperten einsortieren. Gleichermaßen muss ich gerade mal zwei weitergehen. Ich möchte nämlich auf dieses Zitat hier unten eingehen. Ich weiß nicht, Karl-Heinz Papisch, vielleicht jemand im Begriff aus der Corporate Learning Community, der sagt, Innovationen in der Bildung kommen eigentlich gar nicht aus der Bildung. Und das finde ich nämlich ist, oft ein Thema, dass die Visionäre nämlich genau nicht hier am Tisch sitzen, sondern die sitzen irgendwo anders. Sagen dann Leute, da und da müssen wir hin. Und das hier sind dann eigentlich nur noch die ausführenden Organe. Ja? Und da möchte ich eigentlich gerne dafür plädieren, dass das genau sich ändern muss. Ja? Also dass die Personalabteilung, dass auch der Betriebsrat, dass die Fachexperten sagen, wir sind es auch, die den Auftrag bei uns sehen, weiterzudenken. Ja, also wir als Personalabteilung wissen auch, was kommt denn da und denken das mit. Ja, also das genau, es entspricht, glaube ich, nicht der Realität, aber ist so meine Vision irgendwo auch, genau. Darf ich nochmal kurz unterbrechen? Und also tatsächlich fehlt doch dann an vielen Organisationen wahrscheinlich ein oder mehrere wünschenswerte Zukunftsbilder, wo man eigentlich hin will, die abgestimmt sind mit der Strategie, wo das Unternehmen oder die Branche oder sonst was hin will. Und wenn wir das nicht haben, ist ja jeder Weg der richtige, weil man weiß halt nicht, auf welchen Berg man jetzt laufen will. Und dann ist es halt blöd. Dann ist es halt ja, nicht zielorientiert. Falsche, ja. Nein, absolut. Dann wird es eventuell der falsche. Im Nachhinein stellt man fest, der eine Berg wäre es geworden, ja, wäre gut gewesen, und dann hat man sich aber dummerweise für den anderen entschieden vom Weg her, oder jemand Einzelner hat sich für den anderen Weg entschieden, und dann zahlt das halt nicht mehr auf den Gesamtweg ein. Das heißt aber, dummerweise müsste man es ja dann wirklich sehr strategisch in Organisationen aufhängen. Oder was heißt dummerweise? Ja, also ja. Man kann natürlich Experimente machen, man kann trotzdem was für sich tun, man kann grundsätzlich lernen zu lernen und so. Aber wenn es wirklich auf, naja, auch Karriere und Ähnliches einzahlen soll, wo eine Organisation hin will, dann muss es ja schon mit einer potenziellen Strategie, und da sind wir wieder bei dem Geschäftsmodell und Ähnlichem, müsste es ja abgestimmt sein.
Absolut. Also es ist eigentlich eine Chefaufgabe, wenn man das aus der Perspektive sieht. Also was heißt Chef? Also, ja, also nicht der operative Chef, sondern der strategische Visionärchef. Wir steigen jetzt in die Querdiskussion ein, aber das im Prinzip ist das genau das, was ich auch bestätigen kann aus unserer Arbeit. Das Erste, was wir machen, ist diesen Fernblick und diese Definition von dieser Zukunft auch, ja, was die Claudia auch gesagt hat, ist eines der ersten Themen, die wir machen, weil das im Prinzip notwendig ist, um überhaupt eine Richtung für alle zu definieren, wo die dann gemeinsam hin können. Sonst geht jeder woanders hin. Ja, also das ich hätte fast gesagt, es geht gar nicht darum, ob es der andere Berg ist, sondern im Zweifel sind alle ein bisschen besser geworden, aber eigentlich reicht es nicht, weil die Herausforderungen, die kommen, sind viel größer. Ne? Alle haben so ein bisschen Qualifizierung, alle sind ein bisschen schlauer und alle sind ein bisschen schneller mit der Maus, aber das, was wir ja machen sollen oder was wir brauchen, das ist so das, was wir am Anfang hatten. Wer ist denn wirklich in der Lage, neue Geschäftsmodelle zu denken? Also, wow, so. Und einfach ein bisschen crazy dabei ist, ein bisschen kreativ, auch inspiriert, glaube ich. Und da sind wir wieder bei der Kultur, die wir hatten. Das prägt ja auch die Kultur des Unternehmens, als wenn nur die drei wären bestimmt super, super perfekt in dem, was sie dann am Ende tun, aber ob das reicht, weiß ich halt nicht. Für das, was da kommt in den nächsten Jahren. Aber so schwer sind Geschäftsmodelle auch nicht. Da gibt es auch Literatur zu, da gibt es auch Vorgehensmodelle zu, das kann man auch üben. Ich würde sagen, das ist zu 70% einfach ordentliches Handwerk, ja, wenn man das, aus meiner Perspektive. Man muss es halt tun, man muss halt anfangen damit. Und vielleicht müssen wir das in diese gesamten Weiterbildungsinitiativen auch mit reindenken, dass wir ohne eine Strategie, Geschäftsmodell, Orientierung, Kommunikation, wie man das auch kommuniziert, damit auch jeder weiß, was so ein Zukunftsszenario oder mehrere Zukunftsszenarien, wie man die entwickelt, das muss einfach mit reingedacht werden. Das hilft ja nichts. Das wenn wir es nicht tun, dann ist wahrscheinlich Fail. Um das jetzt vielleicht konkret zu machen an einem Beispiel, ich mache das den ganzen Tag. Mein Job ist, professionell mit Unternehmen und Teams neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Und das, was ich sagen kann aus meiner Erfahrung der letzten 10 Jahre, ja, das geht. Ich stimme dem zu, was der Gerhard sagt. Da ist zu einem großen Teil viel Handwerk dabei. Das ist einfach, und das kann man üben. Was wir halt sehr stark sehen, ist, was dann hilft, ist, dass man sozusagen so eine Art Grundbefähigung macht und dann Leute hat, aber das heißt im Prinzip im Rest des Business auch, die halt das dann nachkorrigieren und die dann nachhaken und halt dann, aber das heißt im Prinzip in der leitenden Führungskraft auch, die halt sagt, ja, das ist schon ganz cool, aber feil hier nochmal drüber oder das ist noch nicht ganz fertig, dieses Teil oder. Also dann gibt es halt jemanden, der mehr Erfahrung hat und der dann entsprechend dann halt unterstützt, nachkorrigiert, betreut und so weiter und dann geht das. Also wir machen das mit Unternehmen. Thomas, was ist denn so eine Art Mindestgröße von Organisationen dafür, aus deiner Erfahrung? Ist das irgendwie 5 Leute? Ist das 15 Leute? Ist das 50, 500, 5000? Was, wie groß das Unternehmen sein muss, ja, damit es sich transformieren kann? Ja, ja, jeder was von mit so einem Vorgehen? Naja, gut, ich meine, in irgendeiner Form muss es sozusagen die Ressourcen übrig haben, damit, also du hast 2 Möglichkeiten. Entweder du machst es wirklich, wie du gesagt hast, ich lerne einfach und ich lese Bücher. Kleinere Organisationen sind im Zweifel eh schneller, weil sie weniger Overhead haben und Wasserkopf, den sie bewegen müssen. Und weniger festgefahrene, definierte Prozesse. Das heißt, denen hilft vielleicht schon ein Buch. Die gehen auf 2 Konferenzen, lernen was Neues, probieren es aus, zack, fertig. Je größer die werden, umso größer muss dann proportional auch so eine Abteilung sein. Wir sagen halt immer, ab einer gewissen Größe macht es dann auch Sinn, designiert Leute dafür abzustellen, damit der Kern des Unternehmens weiterarbeiten kann und erstmal ihr Ding macht und die anderen gucken quasi dann nach der neuen Welt. Allerdings wir sehen immer eine Zweiteilung, das heißt auf der einen Seite eben dieses Aufweichen und das Transformieren, das Mindset und das Skillset und dann aber parallel diese aktive Suche nach dem Neuen. Das ist im Zweifel nichts, was ich sage jetzt mal ab einer Unternehmensgröße von vielleicht 500 Leuten, was ich nicht mehr im Kernbusiness lassen würde, sondern was wir dann eben auslagern und das sehen wir dann halt in Labs und Accelerator-Programmen und so weiter, weil das einfach sonst stark ablenkt. Cool, danke. Matthias, ich hoffe, das ist okay, wenn wir so ein bisschen interaktiv werden mit rein diskutieren. Absolut. Wenn es jetzt zu viel wird, sag Bescheid. Nee, alles gut. Ich möchte das auch nochmal unterstreichen, was du gesagt hast, Gerhard. Ne? Also es braucht meines Erachtens ist das eine der großen, wie sagt man denn da, irgendein englisches Wort liegt mir auf der Zunge, aber eins der großen Probleme bei unseren
oft bei unseren Personalabteilungen, Personalentwicklungsabteilungen, dass sie eben nicht, also nur das, was Dave Ulrich damals mit dem Business-Partner-Modell hat, irgendwie versucht hat zu adressieren, dass sie eben nicht strategisch angeschlossen sind. Also die haben keinen Schimmer davon, was da abgeht auf der Ebene. Und eigentlich, genau richtig, müsste das viel mehr gekoppelt sein mit der ganzen Strategie- und Visionsarbeit, also mit der Geschäftsführung eigentlich am Ende, wenn es die denn ist, die diese Arbeit macht oder wem auch immer, dem Lab, ja, von mir aus, Thomas, wie du sagst, ne? Dass da irgendwie der Schnittpunkt da ist. Und dann ist natürlich in der Tat die Frage, naja, bewege ich mich halt in so einer beidhändigen Welt, ja, und muss einerseits die Qualifizierung leisten für Exzellenz auf der operativen Ebene. Aber weil das ist ja auch ein Thema, du hast so Prozesse erwähnt, Thomas, ganz viele Betriebe in der Metall-Elektroindustrie als Zulieferer von Zulieferern, von Automobilherstellern sind ja, was weiß ich, ISO 9001 oder was das ist, zertifiziert, ne? Die kriegen wahrscheinlich schon einen halben Herzinfarkt, wenn sie nur agil hören, weil wie mache ich das dann? Also ich glaube, es schließt sich nicht aus. Aber es scheint erstmal so, ich muss meine Prozesse einhalten und die sind auch definiert und jetzt muss ich da auf einmal alles anders und sowieso und überhaupt. Und ich glaube aber genau das braucht es und es braucht eben auch dieses, es braucht am Ende die Kopplung von Personalentwicklung an strategische Entwicklung und genau. So. Da schließt sich auch der grüne Daumen hier an. Ne? Ich glaube halt, das funktioniert dann am besten, wenn auch die Leute erkennen, dass Weiterbildung für sie wichtig ist und dass es einen Mehrwert bringt. Ne? Claudia hat das vorher gesagt, das ist halt irgendwie so ungreifbar. Ich kann es in den seltensten Fällen deutlich messen, aber braucht es einfach eine gewisse Überzeugung davon, dass das für die Leute und für das Unternehmen als Ganzes dann auch einen Mehrwert bringt. Und klar, die Erfahrung zeigt auch, es funktioniert dann auch, wenn Leidensdruck da ist. Also wenn man wirklich sagt, okay, hier laufen die Dinge nicht mehr rund oder werden bald nicht mehr rund laufen, auch dann funktioniert es besser, kurioserweise. Oder auch nicht kurioserweise. Ja, das waren die fünf Thesen und ich hatte es so vorher überschrieben mit der Frage, naja, was bedeutet das eigentlich für Personalentwicklung, für Betriebsrat? Und ich denke halt, es braucht einfach eine neue Rolle für HR, die einmal darin besteht, Lernkompetenz zu steigern. Ja, also die Mitarbeitenden müssen lernen oder wieder lernen. Also lernen muss zu einer Selbstverständlichkeit werden. Zweitens sollte es darum gehen, Handlungskompetenzen zu fokussieren, ja, also nicht jetzt unbedingt den Aufbau von Wissen, sondern eben sollte darum gehen, Leute zu befähigen, etwas zu tun, etwas umzusetzen, voranzugehen. Ich hatte es vorher auch schon mal gesagt, Lernräume schaffen, ja, also diese Lernräume nicht nur im Sinne von physischen Räumen, sondern auch von Zeiträumen, von Erfahrungsräumen, von Reflexionsräumen, also diese Lernmöglichkeiten in die Organisation zu tragen, die, glaube ich, einfach auch selbstgesteuerter sein werden, ja, aber dafür bei dem Thema die Struktur zu schaffen, den Rahmen zu setzen. Es wird, glaube ich, sehr stark darum gehen, zielgruppenspezifische Angebote zu bauen, ja, also nicht mehr weniger oder weg von diesem zielgruppenspezifischen, vielleicht sogar noch zu abstrakt, sondern individuell möglichst, ja, also weg von einem Gießkannenprinzip hin zu, wir schauen, wo steht die Person, wo kann sie sich hinentwickeln, wo muss sie sich vielleicht auch hinentwickeln und was können wir da anbieten und von welchem Startpunkt gehen wir eigentlich aus. Ja, also da sind wir dann wieder bei dem Thema informelle Kompetenzen und auch bei unserem AI Kompass. Was bringe ich denn eigentlich schon mit, wovon mein Arbeitgeber gar nichts weiß? Und wie kann ich darauf aufbauen und das weiterentwickeln? Und genau, fünftens eben dieses Thema cross-funktionale Learning and Development Teams steuern. Also das fände ich mal einen richtig geilen Ansatz zu sagen. Also es ist eben nicht mehr die Personalabteilung, die irgendwas entwickelt, vielleicht auch auf Zuruf, sondern es ist die Personalabteilung, die das Ganze treibt, die Menschen aus verschiedenen anderen Abteilungen mit einbindet und daraus Lernkonzepte entwickelt. Ja, und das ist dann eben sozusagen das Fazit zur Frage, wo ne, betriebliches Lernen etablieren, aber richtig, wir brauchen dafür ein
HR, das ein partnerschaftlicher, also auch den Betriebsrat einbeziehender Learning Enabler und Framework Designer. Das können wir natürlich nochmal darüber diskutieren. Learning Enabler und Framework Designer, was soll das sein? Aber ich hoffe, ich konnte es so ein bisschen greifbar machen, was ich darunter verstehe und ein paar Impulse mitgeben. Und genau, wir haben schon ein bisschen diskutiert. Freut mich und gerne mehr davon. Ja, super, super. Vielen Dank, Matthias. Ich glaube, du hast ja schon gemerkt an der Diskussion mit so viel Beteiligung, wie groß das Interesse und an der Diskussion